Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Never Alone. Und wir hören weiter. Nordlichter. When I was young, my mom, whenever the Northern Lights came out, she just whistle. Boy, they come alive. Just keep whistling and that aurora will just like, you know, you can almost hear it. And then she explained to me a little bit later that those are children. And children who've passed away when they were children. You don't want to draw them in too much, you know, is what she said. Because then they could play football with your head. Play Eskimo football, and that's what they want to do. They're always playing, those children up there. Don't play out without your hood on. If you don't have your hood on, the aurora person is going to come down and chop your head off and play ball with your head. Oh, God. It wasn't like they were trying to do bad, you know, or it was like a scary story or anything like that. It was just, that's how it was. That's what it was. Mhm. Der Monat der Nacht. Stimmt, es gibt ja da so einen Ort, wo es also einen ganzen Monat lang keine Sonne scheint. In the month of November, there's no sun. So during that dark time, we travel by the light of the moon. It's quite different. Everything was silver and black. Toward the horizon, we could see where caribou are because their body heat flowing upward and we could see it glowing in the moonlight against a dark horizon where there's no stars. If somebody yelled, you could know who yelled from where the sound came from, but specifically for that cloud of their breath went up and it glowed in the moonlight. So that was a good time to travel. It was very surrealistic. And so things that were dark objects look very close, and white objects look very far. Mhm. Und Tiergeister. We are taught that there's no hierarchy. It's not everything else, and then man, you know, humans on top, and they're separate from everything. We're taught that everything is equal and that all the animals have a human form or can be seen in a human form. And so they have just as much or more intelligence. You know, in fact, have a lot to teach people. And so that's how these transformations can happen. It's if the animal wants you to see it in its human form. There's a story where a man comes up to an ice hole and then realizes there's another man in his parka that's got stuck in the net, you know, and is just stuck like that. Oh, can you let me out? Please help me, you know. And so then he lets the man out, but then realizes that was actually a seal. That was a seal man. And just because that seal wanted that help, that seal allowed itself to be seen in human form. Weiter geht's. Wir kämpfen gegen den Sturm an. Und jetzt wieder, wenn der andere kommt. Wow, was ist das? Ein Eisriese? Oder was ist das? Niverxiarolum kangitka ibaktane. Inyuk pasumarok. Ulimak tuahalu apun siya mitaranga.
Asi behirun mik silamun siyamma yaqtillu. Siyamma yaqtin maung apun anuqa makkuaqariga asi agniqtillu tungaanun nivyaqsiaqaruallum aimaqaviyanu. Davura kangitka summan agniqutilanga. Oh, wir kommen zum Ende. Was machen wir nun, Fuchs? Kanorulunga, tak pigwane akpik. Iwak siyagalwa lagu kallaki akdok. Abulayt kan, ataw chikun mayako niyakikpok. Kiwa, tigigan niyam. Na-da-da. Da komme ich nicht hoch. Da komme ich nicht hoch. Nee, komme ich nicht hoch. Das erst auf der anderen Seite versuchen. Da. Okay, Wind warten. Auf den Wind warten. Hä? So, jetzt wieder runter. War doch gerade noch Boden. Wieso falle ich denn dann komplett? Das ist ja blödsinnig. Okay, das klappt nicht. Verstehe nicht, ich komme da nicht hoch. Ich muss einfach. Ich verstehe. Okay, das war jetzt eigentlich eher Zufall, aber anscheinend war das richtig. Okay. Nein! Fuck! Mann!
Ja, so, so funktioniert das. Ich dachte, jetzt werden wir woanders hingezwitscht. Okay, den Wind abwarten. Ich muss noch besser abwarten. Wunderbar. Super, es wird gespeichert. Ich warte kurz. Oh. Ja. Hä? Ich komme da nicht ganz hoch. Muss ich da vielleicht noch einen suchen? Kann mir nicht vorstellen. Ja, das hat ja gerade nicht so funktioniert. Nein! Zerquetscht! Okay, aber ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Oh Mann, dass du jetzt so einfach... Jetzt sterbe ich ey, wie eine Fliege. So, wir warten jetzt. Da. Das ist... Das ist... Irgendwas ist hier... Da muss einen richtigen Winkel finden zum Abspringen. Ja, muss ich. Nein! Ach, jetzt war ich zu nah. Oh, ich... Kotz im Dreieck. So.
Jetzt überstürzen wir das nicht. Das wäre jetzt der Moment, wo ich klettern könnte. Ich warte aber noch. Ich warte noch. Mayok toren ya lagam kanganun inyuk pasum. Nibeak seagaluwaluk isum miksuk suruk raute lamenik. Was denn? Hoffentlich bitte mit ihm sprechen. Ich ahne, dass wir nicht mit ihm sprechen werden. Ulemauta. Isumarok. Nalunaitok. Agenek pangarasi. Einfach mal so weggeflogen, so dünsch. Hä? Aber wenn ich ja Dingens bin, dann... Ui. Oh, oh, oh. Nein! Fast. Beinahe. Beinahe. Anna. Oh Gott sei Dank. Ich warte auf den Sturm. Irgendwie hat er angehalten. Ne. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Okay, jetzt weiß ich, was ich tun soll. Ich springe immer zu spät ab. Ah nein, ich muss das auch kaputt machen. Okay, dann weiß ich das jetzt. Und jetzt? Oh, was jetzt? Akpaliramik tikinyak tua
ulimautek pak. Tiyum maung ulimautek pak akhralik tuk nat kilakatahutik. Oh nein. Inyuk pasum malikatalo ka angulait ka ukilabluni. Hoffentlich. Oh, wir müssen jetzt vor dem Riesen weggehen. Während der große Mann Schnee schaufelte und einen Schneesturm nach dem anderen erschuf, rannte er mit der Dechsel davon. Er? Doch der große Mann sah ihn, als er die Dechsel nahm und damit weglief. Ich finde nicht, dass wir hier eine haben. Oh Mann. Ein bisschen heftiger Schneesturm. Ich weiß nicht, wie weit wir das hier, das Spiel spielen können. Ohne dass wir ersaufen. Ach, wie soll ich das denn jetzt? Ach, kann ich das vielleicht dahin bewegen? Ja, ja. Ach, jetzt konnte ich nicht springen. Okay, jetzt weiter. Er ließ die Schaufel fallen, entstieg der flachen Tundra und verfolgte Konuksayuka. Doch Konuksayuka war zu schnell. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurück. Ja, super.
Sag mal. Ich wollte ja. Das hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Ach, vielleicht ein bisschen höher noch? Boah, ich kann wegen dem ganzen Schneesturm nichts hören, ey. Ja, super. Das mit dem Zielen ist echt schwer, wenn sie da die ganze Zeit umgebläht wird. Die muss auf dem Kopf stehen. Wenn die auf dem Kopf steht, ist das viel besser. Gut. Oh, mit der Dechsel in Händen rannte er davon. Der große Mann folgte ihm, doch er konnte ihn nicht fangen. Oh, das ist ja ganz toll. Das ist mir zu gefährlich, ne? Ich kann ja auch ruhig ein bisschen warten. Eisbär. Pff.
Ja, der Eisbär war schlau. Er dachte sich jetzt auch so, nee, das Theater mit dem Fressen. Ach, was läuft sie denn jetzt auf einmal so langsam? Die liebe Nuna. Oh, Leute, wir müssen Cut machen, aber ich muss, ist egal. So. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Never Alone. Die Werkscherle gut doch einmal wie Minion. Agelan in Juk Pasu, Malachiroa. Ukahone Ulimau Tiga Kaisung. Die Werkscherle Kautau Tiga Ulimau. Ip kilisa halo ase milok saute bilugo inyuk pasugumon kuwer chak paisun inyuk pasuk ilak tok kahune atu raksirok kunok sayuka hangen Ulimautiga kailige ula kulenge ani yubi isiga kishimere kinyet paten Nibiak siyakaruluk illatit kiksuk ang ayukagumenyut. Der große Mann sah, wie seine Dechsel nach oben durch die Luke im Dach geworfen wurde, und weil ihn das so glücklich machte, brach er in Gelächter aus. Kunuksayuka, Ariaha, Yuihi. Terigan niam, nukat piam, ukadlautiga neveak, seagaroaluk. Ilan nin inyunea Aul lang agalo ako bit. Aisuli ko bit. It kaksakag ma. Asita bra tao tuko na eksok. Tatpaw nga taktua mo sila mo. Tapra tayin na nasum. Unip karamang tu sa ngariga. Ach ja, so Ende. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war zwar ein sehr kurzes Spiel, aber oh mein Gott, das Geld hat sich so gelohnt. Es war einfach nur so klasse gemacht. Ne? Es war die Geschichte, das alles drum und dran, und ich fand es einfach so schön. Auch diese ganzen Storys, die man da erfährt, diese Kultursachen, ne, das ist total interessant, ja. Da, also ich habe das gerne mir angehört. Wir werden natürlich jetzt hier gleich noch die anderen Teile hören. Das mit dem Fuchs fand ich ziemlich scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war gerade wirklich traurig, ich habe wirklich geweint, weil mir geht das immer sehr nah, wenn ein Tier halt stirbt. Auch wenn es halt nur Spiel ist oder sowas, ne? Man stellt sich das dann ja immer so vor, und er hat sie begleitet, er hat ihr geholfen, und dann muss er sterben, nur wegen diesem blöden Bastard, ne? Und so, ich glaube, also jetzt so, die haben jetzt zwar gesagt, ja, es war jetzt bestimmt seine wahre Gestalt und so, ne, glaube ich nicht. Ich glaube, seine wahre Gestalt war der Fuchs, und weil der gestorben ist, ist der dann halt als Geist ihr aber erschienen, um ihr den Weg trotzdem noch zu Ende zu zeigen. Oh, ich muss schon wieder heulen, wenn ich dran denke. So traurig. Das war wirklich traurig. Ach ja. Na gut, aber sonst war Spielklasse. Ja. Ich kann es gerade nicht
Doch, kann ich. So, wir haben zwei Sachen nicht gefunden. Ich verstehe nicht, warum. Also man muss anscheinend diese Eulen finden, um das freizuschalten. Einmal ein Mädchen und ihr Nanook. Und einmal haben wir vergessen Wetterkunde. Ich verstehe nicht, wie, wo, was. Aber naja, so. Wiedergeburt und Namensgebung. We have our Dimi, the body, which returns to Nuna, the earth. And we have Atik, who is our name that has been passed down to us over the generations. The spirit of our Atik lives on so long as man remembers that name. It would be hard to describe what happens after death. The feeling is that when our Anirinik returns to Sila, then that may be reborn if the name is passed on to a new child who can then retain some of the memories of the original name. And so it's not uncommon for grown-ups or adults to meet a child who has the same name maybe as their grandmother and say, "Hi, Akka," which means grandma, "Hi, Appa," or "Hi, little mom," or "Hi, little dad," because it's the traditional belief that the soul, you know, is continuing on. Humans are renewed and replenished over time. Just like our plants. Every year, flowers are born and bloom, and they die. Next year, they are born again. Sehr schön. Ich glaube da ebenfalls dran. Menschentöter. The recurring type of character in Inupiaq stories is the manslayer. And the manslayer is kind of this bad guy. And I think really what's at risk when the manslayer comes into story is the livelihood of individuals and the whole community. And so the manslayer is really used as a way to say, don't act only for yourself. Always hold the community in your heart. Oftentimes in these stories, there is one person that will stand up. And what this humble person will represent, who faces that manslayer, is a return to order, a return to true living in the community. And it just takes that one person. It could just be that one person that can help to change everything. Because everyone wants to live a good life. Everyone wants to have a good community. Und Kunuksayuka. With the story of Kunuksayuka, told by Robert Cleveland, it's just a masterwork. It's a well-known story among the Inupiaq people. And in our case of producing a video game that really reflects indigenous heritage, it captures the imagination. And it's something that you have a very specific kind of task to do. There's a blizzard, you know, and it is just a non-stop blizzard that is overpowering the people. And there's one man that wants to figure it out. And in our case of the story, it's a girl that wants to find the source of that blizzard. The Blizzard Man, it's like that, is the physical embodiment of an element of nature. And so there's a person that needs to go up and take away that's chipping away that snow. In that community, the person least expected is the one who stands up and makes the difference. Humility is something that we value. And where that comes from is the idea that you are not the biggest thing in the world. And when you live in an extreme environment like where the Inuit reside, you're at the whim of the environment, of the climate, of the animals. You can be as prepared as you can, you know, by learning from your elders, but you know, you're not the biggest force in the world.
Ja, Leute. Kizima Inichuna. So heißt das bestimmt, das Never Alone bestimmt auf deren Sprache. Ja, es war ein wunderbares Let's Play. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, wir sind alle einzigartig.